Ich danke Ihnen eingangs, dass Sie auch heute wieder an diesen Ort gekommen sind, um Ihren Schmerz und um Ihre Trauer mit uns zu teilen. Einige von Ihnen haben vor 2 Jahren Ihre Angehörigen verloren, Angehörige, die Ihnen das Liebste im Leben waren. Auf andere von Ihnen hat der Täter aus nächster Nähe geschossen. Sie wurden schwer verletzt und haben wie durch ein Wunder überlebt. Rund um das Denkmal für euch versammelten sich am Olympia-Einkaufszentrum zahlreiche Münchner. Sie alle kamen, um gemeinsam mit den Angehörigen der Opfer und den Überlebenden zu trauern. Der Amoklauf wird laut Gutachtern im Auftrag der Stadt München als eine rechtsextreme Tat eingestuft. Die Einordnung dieses Verbrechens als rechtsextrem und rassistisch macht seine einschneidende Bedeutung für die Stadtgeschichte sichtbar. Es ist eine Zäsur, wie damals das Olympia-Attentat von 1972 und das Oktoberfest-Attentat von 1980. Seit diesen beiden Anschlägen wurde München nicht mehr so von Hass und Gewalt heimgesucht. Ebenso wie diese Taten hat der 22. Juli 2016 in unserer Stadt tiefe Spuren hinterlassen. Noch immer sitzen die Wunden bei den Angehörigen tief. Der 18-jährige David S. ermordete am 22. Juli 2016 9 Menschen. Eine 45 Jahre alte Mutter und 8 Jugendliche mit Migrationshintergrund. Meine Damen und Herren, erst diese Einordnung macht deutlich, was wir diesem barbarischen Einschritt in unser friedliches Zusammenleben entgegensetzen müssen. Nämlich die uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern, mit ihren Angehörigen und einen womöglich noch stärkeren Zusammenhalt der Münchner Stadtgesellschaft. Es ist wichtig, dies heute, ein weiteres Jahr nach der grausamen Tat, hier an diesem Erinnerungsort erneut zu bekräftigen. Wir wollen damit heute und jedes Jahr ein Zeichen setzen für eine mitmenschliche und solidarische Gesellschaft und dafür, dass gerade in dieser Stadt mörderischer Hass nie über die Menschlichkeit siegen wird. München wurde laut Oberbürgermeister Dieter Reiter am 22. Juli 2016 mitten ins Herz getroffen. Mit der Gedenkfeier zeigen die Stadt und die Münchner Bürger den Angehörigen ihre Solidarität und dass die 9 ermordeten Opfer nicht vergessen werden.